Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Ausgabe unserer Webinarreihe zur nachhaltigen Mobilität. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Stefanie Groll. Ich bin Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit in der Bundesstiftung der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Und ich begrüße Sie auch herzlich im Namen unserer Landesstiftung heute. Der Titel unserer Webinarreihe spielt an auf einen Satz, den Sie in Gesprächen über die Verkehrswende vielleicht schon mal gehört haben, ein Gedanke, den Sie vielleicht selber auch schon mal hatten, wenn Sie über Verkehrswende nachgedacht haben, nämlich dieses: Ich finde es ja wichtig, ich finde es ja richtig, aber wie soll es funktionieren? Wie kann das zum Beispiel gehen, dass die CO2-Emissionen im Verkehr endlich runtergehen? Denn das ist ja dringend nötig. Der Verkehr ist sozusagen eines der Sorgenkinder oder das Sorgenkind im Klimaschutz. Wie kann das funktionieren? Das wollen wir heute besprechen. Und dafür haben wir zwei Gäste eingeladen, über die ich mich auch sehr freue. Es ist einerseits Anna Depaner-Grunenberg. Sie ist seit Juli 2019 Mitglied im Europäischen Parlament und vertritt dort unter anderem die Europäischen Grünen. Nein, sie vertritt nur die Europäischen Grünen, unter anderem im Ausschuss für Verkehr und Tourismus. Als zweiten Gast haben wir eingeladen Christian Hofeld. Er ist seit 2016 Geschäftsführer von Agora Verkehrswende. Agora Verkehrswende ist ein Think Tank für die klimagerechte Transformation des Verkehrssektors. Gleich geht's los. Sie können jetzt schon anfangen, Ihre Fragen oder Anmerkungen einzugeben in die Frage-Antwort-Funktion da bei Zoom. Bitte nicht in den Chat schreiben, ich denke, den sehen Sie auch gerade gar nicht. Und die Fragen geben wir dann im Laufe der Veranstaltung des Webinars ein. Jetzt gleich gehen wir in Medias Res. Ich gebe aber zuvor Wort und Bild nochmal ab an Caroline Ritter von unserem Kooperationspartner für diese Webinarreihe, Ökologischer Verkehrsclub Deutschland VCD. Caroline, the screen is yours. Okay. Ich hoffe, ich bin zu sehen. Muss mal eben gucken. Okay, vielen Dank, Stefanie Groll, und auch an das Team der Böll-Stiftung. Herzlich willkommen an alle auch von meiner Seite. Mein Name ist Caroline Ritter, ich bin die Bundesgeschäftsführerin im VCD. Die Corona-Pandemie hat uns Mitte März in eine Art neuen Alarmzustand versetzt. Zum Glück kommen wir jetzt in einer neuen Phase an und stellen uns auf ein Leben mit Corona ein. Ausdruck der umfassenden Veränderungen, die uns alle betreffen, ist unter anderem dieses Webinar. Präsenzveranstaltungen sind ja weiterhin nur eingeschränkt möglich. Die Corona-Pandemie erfordert ein neues Nachdenken in ganz vielen Bereichen, aber vor allem eben auch im Bereich der Mobilität. Und dazu von meiner Seite zwei Gedanken. Erstens: Hören wir auf die Botschaften der Wissenschaft, und zwar nicht nur der Virologen, sondern in unserem Fall auf die Botschaften der Klimaforscher. Auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen basierend hat das Abkommen von Paris 2015 eine ganz klare Richtung vorgegeben, wie das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen ist. Daraus ergeben sich klare Verantwortungen und Aufgaben für die Regierungen weltweit, in Europa, in Deutschland. Zweiter Gedanke: Es ist ganz besonders in der Verkehrspolitik jetzt wichtig, jetzt die Weichen zu stellen für eine nachhaltige Mobilität der Zukunft. Gute Infrastruktur braucht Zeit, Mut und kluge Strategien. Zu Fuß gehen, Radfahren, öffentlicher Nahverkehr muss besonders gefördert werden. Mein Wunsch: Nutzen wir die Kompetenz und die Kreativität in Deutschland, um eigene gute Lösungen für eine nachhaltige und krisenfeste Mobilität zu entwickeln. Und wäre es nicht toll, wenn die Fachwelt nicht nur Brüssel, Bogotá oder Barcelona zitieren würde, sondern auch Berlin, Bonn oder Bremen? In diesem Sinne, vielen Dank an die Böll-Stiftung. Ich wünsche allen Teilnehmenden interessante Impulse, neue Perspektiven und gute Gespräche. Vielen Dank. Danke, Caroline Ritter, für diese inhaltliche Einstimmung. Ich denke, da können wir ganz gut überleiten zu Christian Hofeld, und ich bin mir sicher, er hat ein paar gute Ideen oder auch Strategien mitgebracht für Berlin, Bonn oder Bremen. Herr Hofeld, bitte übernehmen Sie. Ja, vielen Dank, Stefanie Groll, und auch von meiner Seite allen
Teilnehmenden ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit Ihnen gemeinsam über Strategien zum Klimaschutz im Verkehr zu diskutieren. Ich wurde gebeten, einen kurzen Eingangsvortrag zu halten und werde dafür ein paar Folien einblenden. Ich hoffe, dass das funktioniert. Einen Moment bitte. Noch sehen Sie nichts. Das sollte sich aber gleich ändern. So, jetzt haben Sie schon einmal gesehen. Tut mir leid, dass es einen Moment gedauert hat, aber ich hoffe, damit sind die technischen Probleme gelöst. Ich hoffe, Sie sehen das gut. Ein kurzes, ja, wunderbar. Ich möchte eigentlich sehr gerne mit dem Vortrag direkt anknüpfen an einen Vortrag, den ich vor einem halben Jahr schon bei der Heinrich-Böll-Stiftung gehalten habe. Damals im Rahmen der Konferenz zur Baustelle Verkehrswende, Leitprojekte für die Verkehrswende, wo wir uns getroffen haben, kurz nach der Verabschiedung des Klimaschutzprogramms der deutschen Bundesregierung, unter anderem auch mit Maßnahmen zum Klimaschutz im Verkehr, die das Ziel hatten, das Klimaschutzziel für den Verkehrssektor in 2030 zu erreichen. Und ich kann mich noch sehr eindrücklich erinnern, dass ich am Eingang des Vortrags die Frage gestellt hat, wer von den Teilnehmenden glaubt denn, dass mit diesen Maßnahmen im Verkehrssektor das Ziel 2030, 42% Minderung im Vergleich zu 1990, erreicht werden kann. Das waren etwa auch 200 Teilnehmer damals und keiner hat aufgezeigt. Und das zeigt, dass wir gut daran tun, weiter zu diskutieren, dass wir nämlich nach der Verabschiedung des Klimaschutzprogramms weiter diskutieren über das Thema Klimaschutz im Verkehr, weiter diskutieren müssen. Denn inzwischen ist es auch amtlich, dass das Klimaschutzziel bis 2030 nicht erreicht werden kann mit dem Klimaschutzprogramm. Und so fühle ich mich immer etwas erinnert an den Film, den vielleicht der ein oder andere noch kennt, der jetzt heute dabei ist und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray. Dessen Inhalt es ist, dass Bill Murray jeden Tag neu aufwacht und den Tag nochmal neu erlebt. Und so ein bisschen ist es so, wenn wir über Klimaschutz im Verkehr reden, dass wir immer wieder über die gleichen Dinge reden. Mit dem Nachteil, dass der Tag nicht immer der gleiche ist, sondern dass der Klimawandel und die Klimakrise voranschreitet und wir deshalb dringender gefordert sind, etwas zu tun. Ich sagte eben, es ist amtlich, dass das Klimaschutzziel 2030 für den Verkehrssektor im Moment nicht erreichbar scheint. Das ist das Ergebnis auch einer Studie, die das Bundesumweltministerium Ende März diesen Jahres vorgelegt hat, in dem es ein Szenario evaluiert, wo die Maßnahmen des Klimaschutzprogramms im Verkehrssektor umgesetzt werden und dann schaut, wie viele Emissionen werden wohl voraussichtlich reduziert werden können und wie steht das im Verhältnis zum Ziel für den Verkehrssektor, was im Klimaschutzgesetz 2030 festgeschrieben ist. Und Sie sehen an der kleinen eingekringelten Zahl in der Mitte rechts, dass für den Verkehrssektor etwa 33 Millionen Tonnen CO2 Minderungen noch fehlen. Das heißt, wir sind etwa mit dem Klimaschutzprogramm 2030 auf dem halben Weg hin zum Ziel, nur auf dem halben Weg hin zum Ziel
was wir erreichen müssen, um einerseits unseren Verpflichtungen gegenüber der EU nachzukommen, andererseits aber auch möglichst Paris-kompatibel zu sein. Das gleiche Ergebnis hat im Übrigen auch ein Gutachten, was parallel veröffentlicht worden ist vom Bundeswirtschaftsministerium. Es kommt ziemlich genau auf ebenfalls eine Lücke von 30 Millionen Tonnen CO2, die geschlossen werden muss, um das Klimaschutzziel 2030 zu erreichen. Das heißt, wir stehen wieder an der gleichen Stelle wie vor einem halben Jahr. Wir diskutieren das Gleiche. Aber um uns herum, und das wurde eben schon gesagt, hat sich die Welt komplett verändert. Corona hat die Welt komplett verändert und stellt uns vor riesige Herausforderungen. Auf der einen Seite, die wir gerade dabei sind, zu bewältigen. Und gleichzeitig macht die Klimakrise, das hatte ich gesagt, keinen Halt. Wir haben gerade in diesem Jahr wieder schon in den ersten drei Monaten eine Dürreperiode erlebt. Und es ist absehbar, dass die Zeichen des Klimawandels auch nicht abnehmen. Das heißt, wir stehen jetzt an einer Stelle im Klimaschutz, im Verkehrssektor, wo wir ein Klimaschutzprogramm verabschiedet haben, was das Klimaziel nicht erreicht. B, vor ganz neuen Herausforderungen, die durch die Corona-Krise auch auf den Verkehrssektor sich auswirken. Und C, wir stehen vor der Diskussion um ein Programm zur wirtschaftlichen Wiederbelebung, einige sagen auch zum wirtschaftlichen Neustart, um ein Konjunkturprogramm, was auf der einen Seite das Ziel hat, die Konjunktur wieder anzukurbeln, was aber auch, wenn es überhaupt sozusagen ein zweites wichtiges Ziel gibt, dann auch gleichzeitig den Klimaschutz fördern muss. Denn wenn es das nicht tut, landen wir und schlittern wir wohl von der einen Krise direkt in die nächste. Das heißt, es gilt jetzt, das Klimaschutzkonjunkturprogramm einzuphasen in die Klimaschutzmaßnahmen auch im Verkehrssektor. Und das heißt, dass wir sozusagen jetzt übergehen in der Diskussion aus der sogenannten, wie wir es sagen, Relief-Phase, wo es sehr stark um die Aufrechterhaltung und die Sicherung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens ging, jetzt in ein Konjunkturprogramm. Und wir müssen es aber auch einphasen und einbetten in eine langfristige Reformphase. Wir als Agora Energiewende und als Agora Verkehrswende haben uns in den letzten Wochen sehr intensiv mit einem Konjunkturprogramm beschäftigt, was gleichzeitig auch den Klimaschutz in den Blick nimmt und zukunftsgerichtete Investitionen vornimmt. Wir haben das den doppelten Booster genannt. Für den Verkehrssektor muss man feststellen und auch die sozusagen Diskussion, die wir dazu in den letzten Wochen geführt haben, dass wir sicherlich die Investitionen, die dort anstehen, nutzen müssen, um für den Klimaschutz auch eine Wirkung zu erzielen. Das ergibt sich eben schon daraus, dass wir am weitesten entfernt sind von der Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehrssektor, dass wir aber gleichzeitig auch sehen, dieses Konjunkturprogramm wird nicht die Verkehrswende am Ende bringen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir den langfristigen Strukturwandel, der sowohl in der Industrie als aber auch in dem gesamten Verkehrssystem ansteht, und die Reform der politischen Rahmenbedingungen nicht aus dem Blick verlieren, im Gegenteil konsequent weiterverfolgen. Sonst werden wir die Klimaschutzziele nicht erreichen. Wir werden aber auch dann klima sozusagen dienliche Konjunkturmaßnahmen nicht zum Erfolg führen können. Und deshalb sozusagen begeben wir uns wieder, wie vor einem halben Jahr, auf die Dauerbaustelle Verkehrswende. Und ich möchte 6 Bausteine kurz skizzieren, nur ganz kurz, damit wir nicht zu lange brauchen in dieser ersten Einführung, um dann auch Zeit zu haben zum Diskutieren, die wir brauchen, um im Klimaschutz im Verkehrssektor jetzt vorwärts zu kommen. Und da verbinde ich etwas die Vorschläge, die wir gemacht haben in dem Konjunkturprogramm oder im Vorschlag zum Konjunkturprogramm, der doppelte Booster, mit den Reformmaßnahmen, die wir weiterhin als notwendig ansehen. Und das sind diese 6 Bausteine, die wir oder die ich kurz erläutern würde,
Und ich möchte beginnen dort, wo sozusagen die Extrema der Auswirkungen der Corona-Krise auf den Verkehrssektor sich darstellen, nämlich auf der einen Seite, was wir sehen, eine enorme Zunahme des Radverkehrs um 200%, je nach Stadt etwas unterschiedlich, aber auf jeden Fall ein großes Anwachsen des Radverkehrs auf der einen Seite und einen nahezu vollkommenen Zusammenbruch der öffentlichen Verkehre, die sozusagen Fahrgäste, Anzahl der Fahrgäste geht um 90% runter. Das ist etwas, was wir im Nahverkehr sehen, ganz ähnlich auch im Fernverkehr. Wir haben einen vollkommenen Einbruch der Mobilitätsdienstleistungen im Bereich Mikromobilität oder auch im Bereich der Sharing-Dienstleistungen. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir sozusagen aus dieser Situation wieder hinein, dass wir nicht nur zu dem Zustand zurückkommen, wie der Verkehr in den Städten zuvor sich dargestellt hat, sondern wie schaffen wir es, von dort aus auch in die Mobilitätswende wieder einzusteigen. Da sehen wir die Maßnahmen, die notwendig sind und die jetzt anstehen und auch von einigen Städten wie Berlin beispielsweise mit den sogenannten Pop-up-Bike-Lanes eingeleitet werden. Die Umverteilung des Raums steht hier im Vordergrund, zum einen auch zum Virenschutz, zum anderen aber auch, um der neuen Realität auch gerecht zu werden, nämlich, dass der Radverkehr nicht nur, wie er schon vor der Krise mehr Platz brauchte, sondern jetzt noch mehr Platz braucht und dass der öffentliche Raum neu umverteilt wird. Um diese Planung und auch um diese Umverteilung und Neugestaltung der öffentlichen Infrastrukturen und des öffentlichen Raumes besser gestalten zu können, braucht es akut und sehr schnell viel mehr Planungs- und Genehmigungskapazitäten in den Städten. Das heißt Personal, 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 damit aus der Verkehrsverwaltung in den Kommunen Verkehrsgestaltung wird. Denn das ist am Ende des Tages das, was sozusagen den großen Unterschied ausmacht, dass die kommunale Politik und die Verwaltung sich als Verkehrsgestaltung versteht und auch die Spielräume der Bundespolitik hat, diese Verkehrsgestaltung in den Kommunen stärker voranzutreiben, eben durch die Planung und Genehmigung von neuen Infrastrukturvorhaben zur Umverteilung des öffentlichen Raums. Dafür braucht es die weitergehende Reform der Straßenverkehrsordnung. Da erleben wir ja gerade teilweise wieder einen Schritt zurück. Im Gegenteil müssen wir die Bausteine, die bisher noch nicht implementiert worden sind, wie das Anwohnerparken, aber auch die Reform des gesamten Parksystems deutlich vorantreiben. Und wir brauchen vor allen Dingen eine Angebotsoffensive im ÖV. In meinen Augen im Moment keine tariflichen Maßnahmen, sondern ein wirkliches Boost an Informationen und an Investitionen in den ÖV, in neue Busse und Bussysteme. Etwas, was wir in der Vergangenheit sehr vernachlässigt haben, nicht nur Elektrobusse in den Markt zu bringen, sondern auch neue Bussysteme in den Markt zu bringen. Wir sprechen dann häufig von auch Trams auf Reifen. Das sind dann gekoppelte Waggons, die auch als Einzelwaggons, als Busse fahren können, aber auch gekoppelt in eine Art Tram fahren können. Nicht nur für den Innenstadtbereich, sondern gerade auch für Pendlerbeziehungen aus dem Umfeld und aus dem Umland der Städte in die Städte rein. Weil nur Busse eigentlich in der Lage sind, kurzfristig Kapazitäten bereitzustellen. Alles, was über Fahrzeugbeschaffung beim Schienenverkehr oder Schienenverkehrsplanung angeht, dauert zu lang. Gleichzeitig brauchen wir einen Schub auch in der Digitalisierung im öffentlichen Verkehr zur Nachfragesteuerung, um auf der einen Seite Nachfragespitzen abzufedern, um den Menschen auch ein besseres Gefühl wieder und ein sicheres Gefühl im ÖV zu geben. Und gleichzeitig die Verknüpfung mit der Mikromobilität und den Sharing-Dienstleistungen, denn wir haben vor der Krise schon gemerkt, dass ein Nebeneinander her nicht die urbane Verkehrswende und Mobilitätswende vorantreibt, sondern dass die Herausforderung in der Integration besteht von Mobilitätsdienstleistungen, Angeboten der Mobilitätsdienstleistungen mit dem ÖV. Und deshalb würden wir uns oder würden wir empfehlen, im Rahmen des Konjunkturprogramms auch dort in 10 Städten diese Räume zu schaffen, wo stärker der klassische ÖV mit den neuen Mobilitätsdienstleistungen verknüpft wird. Dafür brauchen wir langfristig dann als dritte Säule eine neue Säule für die Finanzierung des ÖVs und damit langfristig
ein Finanzierungsinstrument, sei es eine City-Maut oder eine Nahverkehrsabgabe, die den Ausbau des öffentlichen Verkehrs über die schnellen Maßnahmen hinaus in den nächsten 2-3 Jahren auch langfristig absichert. Das müssen wir verknüpfen und sollten wir verknüpfen. Da werde ich nicht müde, darauf hinzuweisen, weil das eigentlich die größte Leerstelle im Moment in der Verkehrswende ist, mit der Unterstützung von Verhaltensänderungen. Vor der Krise war das immer ein Thema, wo ich, wenn ich das vorgestellt habe, sozusagen oszillierte zwischen denen, die sagen, an dem Verhalten wird sich nie was ändern und am Verhalten darf sich gar nichts ändern, wir dürfen die Menschen nicht gängeln. Was wir doch jetzt wahrnehmen in der Krise ist, dass viele Verhaltensänderungen möglich sind. Wir sollten nicht die Mobilität eingeschränkt wissen, aber wir können in jedem Fall und sollten sichern, dass erzwungene Verkehre auch nach der Corona-Krise oder beim Ausklingen der Krise beibehalten werden. Das heißt, Dienstreisen, die inzwischen 20% des Volumens an Verkehren in Deutschland ausmachen, deutlich zu reduzieren, ersetzen durch digitale Alternativen, aber auch Wege innerhalb der Städte oder innerhalb der Region, die ersetzt werden können durch Formen der Digitalisierung, Homeoffice und so weiter, stärker in den Blick zu rücken. Es geht aber auch darum, auch hier zu investieren. Warum? Weil wir hunderte von Milliarden in Beton und physische Infrastruktur investieren. Wir investieren in neue Technologien in der gleichen Größenordnung. Wir investieren aber nichts darin, den Menschen neue Technologien und neue Angebote nahezubringen. Und deshalb plädieren wir, ähnlich wie wir es bei der Energieberatung früher einmal hatten, für eine Mobilitätsberatung direkt beim Bürger, die den Bürgern aufzeigt, dass Mobilität multimodal, intermodal wahrgenommen mindestens genauso bequem, günstig und schnell sein kann und häufig auch den privaten Pkw, der sicherlich im Moment der Gewinner der Krise erscheint, ersetzen kann oder zumindest ergänzen, wenn wir an Dienstleistungen denken. Wenn wir dann an diesen Bereich kommen, den wir nicht im Bereich der Mobilitätswende verorten, sondern im Bereich der Energiewende im Verkehr, und damit komme ich dann auch fast zum Schluss, dann glaube ich, ist jetzt im Moment die große intensive Diskussion um die Abwrackprämie sehr deutlich, dass wir noch vollkommen in den Kinderschuhen der Elektromobilität stecken, dass je anspruchsvoller wir eine Förderung auch im automobilen Bereich im Moment ansetzen würden, desto geringer ist auch der Appetit für diese Fördermaßnahmen in der Automobilindustrie, was zeigt, dass das Geschäftsmodell noch sehr am fossilen Verbrennungsmotor und an Produkten hängt, die eigentlich in der Verkehrswende keine, sagen wir mal, positive Rolle spielen können. Deshalb glaube ich, brauchen wir zum einen, das haben wir deutlich auch zum Ausdruck gebracht in unserem Vorschlag, eine Förderung von Elektrofahrzeugen und gegebenenfalls auch Hybriden oder effizienten Verbrennern nicht über Steuermittel im Rahmen einer Kaufprämie, sondern wenn dann über ein Bonus-Malus-System, eine Reform der Kfz-Steuer, die sicherstellt, dass die Boni für effiziente und elektrische Fahrzeuge bezahlt werden durch einen Malus auf viel verbrauchende und viel emittierende Fahrzeuge. Wir brauchen weiterhin Investitionen in die Ladeinfrastruktur. Da ist viel auf den Weg gebracht durch den Masterplan Ladeinfrastruktur der Bundesregierung, wo noch eine Leerstelle aus unserer Sicht ist, die auch im Rahmen des Konjunkturprogramms geschlossen werden könnte, sind Investitionen privat und am Arbeitsplatz, die den Markthochlauf für die Elektromobilität unterstützen können. Was wir aber definitiv brauchen, ist auch eine Weiterführung der Internalisierung externer Kosten und der preislichen Signale, nicht nur über die Bonus-Malus-Regelung am Point of Sale des Fahrzeugs, sondern auch in der Nutzung. Das heißt, eine Steigerung des CO2-Preises im Benzin beziehungsweise endlich eine Abschaffung und Abschmelzung der Dieselsubventionen. Gerade die Zeit sehr niedriger Spritpreise macht das nochmal erforderlich.
Ich könnte noch eingehen auf Nutzfahrzeuge und Lkw. An den Stellen, das würde ich aber dann erstmal in der Diskussion oder in die Diskussion übernehmen. Am Ende des Tages, glaube ich, geht es nochmal darum, auch Elektromobilität auf dem Lande stärker zu fördern. Wir sehen sozusagen die Diskussion im Moment sehr kontrovers diskutiert, aber eigentlich ist die Elektromobilität auch geschaffen für den ländlichen Raum, insbesondere in Zusammenarbeit und im Zusammenhang mit der Sektorenkopplung, mit erneuerbaren Energien, auch der dezentralen Einspeisung. Das heißt, was wir vorgeschlagen haben, ist ein Wettbewerb für neue Mobilität auch im ländlichen Raum, gerade mit speziellem Blick auf Elektromobilität und auch die Sektorenkopplung, die auch zur Modernisierung der ländlichen Mobilität beitragen kann und beitragen wird, um das Gefühl des ländlichen Raums abgehängt zu sein von dieser Verkehrswende zu verringern und dem entgegenzuwirken. Wir brauchen aber auch noch stärker Investitionen in das Angebot an Elektromobilität, in dem Sinne, Investitionen in die Batteriezellforschung und Batteriezellherstellung in Deutschland. Grüne Batterien made in Germany ist etwas, was, glaube ich, auch zur Sicherung des Angebots und zur Sicherung der Wertschöpfungsketten und Verringerung der jetzt bestehenden Lieferengpässe ausgleichen kann und auch stärkere Investitionen in neue Unternehmen, junge Unternehmen, Start-ups im Bereich der Elektromobilität. Damit würde ich es an dieser Stelle erstmal belassen. Ich bin schon ein Stück zu lang. Mit dem Punkt, es ist vor und nach der Krise das Gleiche. Wir haben nicht die Silver Bullet, sondern wir haben eine Vielzahl an Maßnahmen und an Instrumenten, die wir noch brauchen, zusätzlich, um in der Dekarbonisierung des Verkehrssektors weiterzukommen. Und das Ganze gelingt eben nur, wenn diese sozusagen Instrumente, aber auch die Verantwortlichen auf Bundes-, auf Landes- und auf kommunaler Ebene zusammenspielen und auch auf EU-Ebene. Das ist das, was wir gleich auch nochmal verstärkt in meinem Folgevortrag oder in dem Folgevortrag angesprochen werden wird. Und glaube ich, was wichtig ist, ist dabei zu sehen, das wird was kosten, das wird nicht billig werden, aber wenn wir was lernen, dann sage ich das mal mit den Worten von Christian Drosten, der gesagt hat, was im Prinzip zur Pandemie beigetragen hat, war der traurige Satz, there is no glory in prevention. Und wenn wir was lernen, dann doch, there must be glory in prevention. In prevention der nächsten, der Klimakrise und damit auch in die Investitionen in die Verkehrswende, um die Dauerbaustelle Verkehrswende endlich auch mittelfristig zu schließen. Vielen herzlichen Dank und sorry, dass es einen Moment länger gedauert hat. Christian Hofeld, vielen Dank für diesen Vortrag und dass Sie mir auch schon die Brücke gelegt haben mit dem Hinweis darauf, dass auf vielen Ebenen was passieren muss, dass die Verkehrswende ein Gemeinschaftswerk ist. Das ist eine super Überleitung für mich zu Anna Döpernay-Grunenberg. Anna Döpernay-Grunenberg ist, wie gesagt, Mitglied des Europäischen Parlaments für die Grünen und wird uns jetzt berichten, welche Vorhaben und Strategien es denn auf europäischer Ebene gibt, um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen und diese vielleicht sogar noch, die Projekte vielleicht noch sogar zu beschleunigen. Anna, bitte. Ja, guten Tag zusammen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Stefanie Gröll und liebe Caroline Ritter. Vielen Dank auch, dass wir diesen Rahmen nutzen können. Auch vielen Dank an Christian Hofeld der Agora für diese guten Impulse. Es ist wirklich eine sehr besondere Zeit und es ist ja fast so, ob hätten wir uns in dieser besonderen Zeit auch schon alle jetzt gemütlich gemacht, in Anführungszeichen, trotz der ganzen Krise und Sachen, die wir zu bearbeiten haben, hat sich jetzt sozusagen einiges eingespielt. Und das ist natürlich aus einer Transformationsperspektive sehr wichtig zu sehen, dass die Impulse, die jetzt gekommen sind, die neuen Gedanken der Verknüpfung, die gekommen sind, auch natürlich genutzt werden müssen im politischen Raum, damit sie fruchten. Und dass man nicht einfach nur noch sich nach der alten guten Zeit in Anführungszeichen sehnt, weil wir wissen alle, die alte gute Zeit, zumindest was im Verkehr und was den Klimawandel angeht, keine war. Und deswegen ist es sehr schön, dass wir jetzt diesen Raum nutzen und
bin auch sehr gespannt auf die Einwände und Fragen der Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich habe auch ein paar Gedanken in der Form von einer Folie vorbereitet und würde jetzt dann auch das hier so freischalten, wenn das klappt. Sollte jetzt zu sehen sein, ja? Wunderbar. Also was funktioniert, ist sozusagen die Frage und welche Lösungen und Strategien wir haben für die Veränderung der Mobilität. Ich möchte gerne so auch nochmal groß anfangen, sozusagen von der Metaebene, weil ich meine, auch bevor die Pandemie-Krise auf uns zukam, wussten wir schon, dass alles miteinander verbunden ist und dass wir als Menschheit, um es ganz groß auszudrücken, in einer ökologischen Krise mit vielen Ursachen und vielen Problemen hineinsteuern. Und wir haben auch schon verschiedene Werke der UN, also der Vereinten Nationen, die sozusagen Ziele ausgesprochen haben, von den Millennium-Zielen eben zu den neuesten Zielen, die SDGs, Sustainable Development Goals, wo wir eben immer wieder hinschauen müssen, sind wir auf dem richtigen Pfad. Und das Thema Verkehr berührt eben viele dieser ganz übergeordneten Ziele, die wir haben. Wir brauchen dringend eine Verkehrswende, logischerweise, um der Klimakrise zu begegnen. Der hat Christian Hofeld genug gesagt, da sind wir mit unseren CO2-Emissionen weit weg von on track. Also wir sind einfach überhaupt nicht in die gute Richtung, nicht mal das. Auch ein Ziel natürlich über diese Art, wie wir Städte gemeinsam, inklusiv, sicher und resilient gestalten. Das ist ein Ziel an sich. Da spielt die Mobilität eine enorme Rolle. Da ist auch den Ziel 10, der mit der Teilhabe zu tun hat. Das ist auch sehr wichtig, immer wieder bei den ganzen Verkehrspunkten sich auf die sozusagen auf die Oberfläche wieder abzurufen. Wie wir Verkehre und Mobilität gestalten, hat auch damit zu tun, wie viele Menschen werden an dieser Gesellschaft teilhaben können und wie viel Spannung dann sich ergeben werden. Ist es eine schöne Mobilität für wenige oder ist es eine Mobilität für alle und auch erschwinglich? Und logischerweise auch das Thema Gesundheit rückt jetzt wieder in den Vordergrund. Wie wir uns bewegen, wie wir unsere Städte gestalten, wie die Luft ist, hat logischerweise auch mit einem mit der Gesundheit zu tun. Das ist ein Ziel an sich. Und das ist natürlich auch sehr wichtig beim Verkehr zu betrachten. Auch für die Stärkung unseres Immunsystems ist das nicht irrelevant. Ist die Corona-Krise eine Chance? Ist sozusagen auch die Frage, die wir uns alle stellen. Und ja, es gibt sicherlich jetzt nicht die Antwort. Sie ist eine Chance wie jede Krise. Aber sie regelt nicht die Probleme von alleine. Also am Anfang dieses großen Lockdowns habe ich viele Menschen getroffen, die gesagt haben, das ist jetzt irgendwie schlimm und gleichzeitig wunderbar, es wird sich sehr, sehr viel ändern. Ja, es wird sich vieles ändern, aber es wird sich, wir sehen es nicht alles ändern in die gute Richtung, weil viele Menschen arbeiten logischerweise jetzt darauf hin, die Gesellschaft wieder in irgendeiner Art und Weise in einen anderen Modus zu bringen und wir nicht alle unbedingt die gleiche Vorstellung haben. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, da wieder die Stimme der Wissenschaft zu hören, die Erkenntnisse, die wir seit Jahrzehnten haben, seit den 70er Jahren, endliches Wachstum in dieser Form auf einem endlichen Planet ist logischerweise nicht möglich. Da braucht man auch nicht ein Wissenschaftsstudium zu haben. Das ist pure Logik. Und deswegen ist es ganz klar, die Corona-Krise ist nicht eine Chance per se. Sie kann ein Momentum sein, aber wir müssen sie ergreifen. Und bei der Finanzkrise haben wir es auch gesehen. Da gab es auch so eine Art Delle, die man hier auf der Grafik sieht. Die CO2-Emissionen sind da gesunken, weil die wirtschaftliche Aktivität weltweit auch gesunken ist. Aber wir haben nachher einen Effekt gehabt, dass das wieder eingeholt worden ist, ziemlich schnell und sogar der Kurs letztendlich des Wachstums der Emissionen da weiter gestiegen ist. Also von alleine wird sich das nicht regeln. Welche Strategien haben wir oder gibt es auf der europäischen Ebene? Vieles ist ja schon jetzt gesagt worden, auch auf der Bundesebene. Und das große Projekt logischerweise jetzt unserer Zeit und der Kommission und auch des Parlaments ist ein Green Deal, der seinen Namen wirklich verdienen muss noch. Also bisher sind wir am Erarbeiten von vielen Papieren. Heute hatten wir die Biodiversitätsstrategie, die rausgekommen ist, die logischerweise auch, was das Thema Lebensraum und wie bewegen wir uns, wie produzieren wir, auch verlinkt sind mit dem Thema
wie ist unser Verkehr, unsere Mobilität organisiert. Wir sagen natürlich als Grüne schon lange, und das ist logisch auch, bevor wir überhaupt zu einem Bonus-Malus-System kommen, wo ich komplett d'accord komme, dass wir sagen, das, was dem Gemeinwohl dienen muss, eigentlich mehr gefördert werden, als das, was ihm schadet, ist ja eigentlich eine Evidenz, müssen wir zumindest auf der europäischen Seite jetzt Partner finden, um einen fairen Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern hinzubekommen. Und das ist immer noch nicht gegeben. Wir haben nach wie vor Gesetze, Rahmenbedingungen auf der europäischen, aber auch auf der nationalen Ebene, die letztendlich für eine Verzerrung des Wettbewerbs führt. Und da kommt das Thema Erschwinglichkeit. Da nehme ich dann doch das eine, wenn es einfach viel günstiger ist und kann das nicht kompensieren, vielleicht durch mein Gewissen, je nachdem, auch wie viel Zeit ich habe. Und da muss natürlich die Politik für einen fairen Wettbewerb sorgen. Der Green Deal muss seinen Namen verdienen. Wir haben dieses große Ziel jetzt ausgesprochen. Ich würde mal sagen, an sich ist es schon mal auch ein Fortschritt. Bis 2050 sollen eben keine Treibhausemissionen, also netto geschehen. Wir müssen alles kompensieren. Wir müssen in Kreisläufen wirtschaften. Das ist ein sehr hohes Ziel. Und wir natürlich streiten jetzt auch für die Ziele. Was bedeutet das für 2030? -55%, -65%. Da ist sozusagen auch, merkt man eine sehr starke Energie. Die Bewegung der Fridays for Future hat uns ja auch da vor der Corona-Krise sehr, sehr viel Energie reingebracht, positiver Art. Aber jetzt geht es natürlich auch um das ganz konkrete Ausgestalten, weil nur eine Zahl hinzumalen ist immer noch nicht getan, sondern der Umbau muss in den Städten stattfinden, der Umbau muss in den Verkehrsbetrieben stattfinden, im ländlichen Raum, er muss einfach vor Ort stattfinden. Und da ist sozusagen auch die große Arbeit. Und das obergeordnete Ziel ist logischerweise, dass wir ein Wachstum haben, ein Wirtschaftswachstum, der kann auch von der Qualität her gesprochen werden, der eben sich von der Ressourcenkopplung abgekoppelt wird. Das sind die Ziele, die jetzt sozusagen offiziell auch in der Europäischen Union sind. Und wir haben hier zum Beispiel einen Extrakt, habe ich mitgebracht, vom Weißbuch Verkehr der Kommission von 2011. Und da sieht man auch, dass schon 2011 genau diese Punkte, dass die Internalisierung der externen Effekte eigentlich schon erkannt worden ist als eins der Wege, sozusagen mehr Fairness reinzubringen, und dass auch viele Verkehrsbereiche eben Vorzugsbehandlung bekommen und andere gar nicht, und dass das natürlich unterm Strich nicht sein kann, wenn wir da Fortschritte machen können, nur wollen. Aber das Problem ist, es steht dann in dem Weißbuch, aber wir haben tatsächlich dann bei den Nationalstaaten nachher Schwierigkeiten, wenn es dann um konkrete Ausgestaltung geht, einzufordern. Dann habe ich dann eben ein paar Negativbeispiele sozusagen, wo es dann eben hapert, wo wir immer wieder sehen, im Flugbereich, wir haben es jetzt gesehen, bei diesen Beihilfeverfahren, wir haben sehr früh als ökologisch Denkende, viele Menschen haben gesagt, aber wenn jetzt diese Branche, die ja logischerweise durch Corona sehr stark betroffen ist, geholfen werden muss, dann muss es doch zumindest ein paar Bedingungen geben für die Zukunft. Ja, ich denke da an gemeinsame Ziele, aber auch an Kerosinbesteuerung, die nur gerecht wäre. Es gibt auch soziale Probleme in der Flugbranche, die wir alle kennen. Und leider ist aber in dieser Notsituation diese Beihilfeverfahren sind einfach geschehen, und die Nationalstaaten konnten eben auch nicht konditionieren, weder was Klima angeht, noch was auch Zukunftsperspektive angeht, vielleicht einer Überlegung, dass man sagt, kurze Inlandflüge, europäische Inlandflüge, wenn es Alternative gibt, dann wollen wir da aussteigen aus diesem Geschäftsmodell. Das haben manche Länder gemacht, Frankreich hat es angekündigt, bin auch gespannt, ob die da mit Air France und der SNCF tatsächlich ins Tun kommen, aber da hat man wirklich gesehen, da hat man eine Chance verpasst, in dem Recovery sozusagen schon an die Zukunft zu denken, da ist man sehr voreilig gegangen. Deutschland hat zumindest ein Mitspracherecht jetzt bei Lufthansa sich einbeworben, und wir sind ja auch sehr gespannt, wie die zukünftigen deutschen Regierungen damit umgehen werden, aber man hat zumindest einen Fuß in der Tür. Was Corsia, was sehr interessant ist, ist ja diese
dieses internationale Werk, wo man eben versucht, Carbon Offsetting on Reduction Scheme for International Aviation, wo man versucht sozusagen die Luftverkehrsbranche international zu regeln. Das sehen wir seit Jahren, geht einfach nicht weit genug und wir wissen, dass die Klimaschädlichkeit vom Fliegen je nach Berechnung zwischen 4,5 und 4,9% ist der gesamten Klimawirksamkeit vom Verkehr. Das ist enorm, weil in der Luft da oben eben auch die Emissionen viel mehr aufs Klima wirken als unten. Und dass dieses Werk immer noch rein freiwillig ist, ist natürlich nicht der Tatsache angemessen. Und insgesamt ist immer noch dahinter die Idee, dass man da noch mehr Wachstum generieren kann. Und es gibt keine offizielle Angabe, wie man eben in einem Kurs sozusagen Wachstum für gewisse Sachen, die vielleicht als notwendig oder auch als sehr progressiv sozusagen angehalten werden und eben eine Minderung von gewissen Zielen, wie der Christian Hochfeld das auch meinte, von vielleicht fast erzwungenen Dienstreisen, wo eigentlich keiner Lust hat, aber weil es eben möglich ist und weil es eben relativ doch günstig ist, wird es dann doch gemacht. Da hoffe ich, dass diese Corona-Krise und diese Lernkurve, dass vieles doch auch möglich ist, von woanders miteinander zu kommunizieren und wirklich einfach umweltfreundlicher, dass da etwas übrig bleibt. Und diese ganzen Offsetting-Maßnahmen, also das ist Aufforsterung und so weiter, sind insgesamt nach wie vor sehr, sehr umstritten, weil wir ja eben, wenn wir sagen, so und so viele Milliarden Bäume müssen gepflanzt werden, das sind es auch immer nur theoretische Zahlen und wir wissen, das ist nicht wirklich zueinander zu bringen, dass man tatsächlich eine Reduzierung hat. Als nächstes, ich hatte noch einen Punkt mir aufgeschrieben, der mir recht wichtig war eben die Tatsache, dass wir sehen in der Krise, dass wir nun jetzt mit dem Thema öffentlichen Nahverkehr und Zug wirklich auch am Zug sind, politisch etwas zu wirken, weil es ist die Zukunft logischerweise, mehr Menschen auf die Schiene zu bringen und wir aber da gerade eine Angst haben, auch vor Ansteckung oder vor Nähe. Und ich denke, das ist für mich auch jetzt eine Neuigkeit, dass ich zuständig sein werde für das Jahr der Schiene 2021. Und ich denke, wir müssen da wirklich auch politisch mit sehr starken Investitionen reingehen, um zu zeigen, das ist das Zukunftsmodell für Europa, wieder mehr Menschen auf die Schiene zu bringen und dass wir nicht jetzt in einem Rollback kommen. Und das ist ein bisschen das, was wir so merken. Auf der einen Seite ziehen diejenigen, die strukturell immer gefördert worden sind, seit Jahren durch sozusagen Unfairness und die ziehen jetzt noch mehr an diesem Beihilfehahn oder überhaupt an den Recovery und da ist es natürlich an die Bevölkerung und an uns in der Politik, dem entgegenzusteuern und immer wieder zu zeigen, die Klimakrise und auch die Biodiversitätskrise, die sozusagen vermischt sind miteinander, auch die Möglichkeit, unsere Lebensgrundlage auf diesem Planeten zu halten, sind direkt hinter der Welle der Corona-Krise noch da. Vergiss das nicht, wir müssen eben gemeinsam in die gute Richtung steuern. Genau, hier noch eine kleine Folie zu den verschiedenen Möglichkeiten, wenn Sie interessiert sind an meiner Arbeit. Aber ich freue mich jetzt natürlich erstmal auf die gemeinsame Diskussion zu der Verkehrswende. Ja, super. Danke, Anna Dippener-Grüneberg. Jetzt müsste Herr Hochfeld auch wiederkommen. Sehr schön. Hallo, Herr Hochfeld. Danke für diese beiden Vorträge. Die waren pickepacke vollgepackt. Jetzt habe ich das Privileg, als erstes ein paar Nachfragen stellen zu dürfen an Sie beide. Und dann holen wir das Publikum an Bord. Es sind gerade 255 Menschen im Chat oder gucken zu oder haben auf jeden Fall eingeschaltet und 44 Fragen eingegangen. Einige waren auch Kommentare. Muss ich jetzt schon mal ein bisschen vorbeugend sagen, werden wir wahrscheinlich nicht alle beantworten können, aber es haben sich auch ein paar Fragen schon wiederholt und ein paar Fragen wurden jetzt auch im Laufe der Vorträge tatsächlich noch beantwortet. Ich gehe nochmal zurück zu Herrn Hochfeld. Christian Hochfeld, Sie haben ja verschiedene konkrete Maßnahmen benannt und Projekte, also eine Radverkehrsoffensive, eine ÖPNV-Offensive. Dann haben Sie gesagt, die Verkehrsverwaltung muss zur Verkehrsgestaltung werden. Das ist natürlich ein tolles Bild. Das politische System kann ja immer nur einen bestimmten Anteil von Projekten auf einmal bearbeiten.
Welche dieser großen Vorhaben würden Sie denn prioritär sehen? Also jetzt nicht sofort morgen starten vielleicht, aber was sollte man als erstes einleiten? Was wäre möglich? Naja, hätten wir oder wären wir rechtzeitig gestartet, dann wären es jetzt nicht so viele auf einmal. Dass es so viele Projekte sind im Moment, hat ja zwei Ursachen. Das eine ist, wie gesagt, der viel zu späte Start, dass wir viel zu lange darauf gesetzt haben, praktisch das Mobilitätssystem, Verkehrssystem so weiterzuführen und gleichzeitig viel zu wenig auch für die Energiewende im Verkehr, das heißt den Einsatz von Erneuerbaren im Verkehr, getan haben. Und deshalb lässt es sich jetzt sehr schwer sagen, das politisch abzuschichten oder zu sagen, naja, komm, das könnt ihr erst morgen oder übermorgen oder in ein paar Jahren machen. Ich glaube, das ist die Herausforderung, die uns eben mit der Verkehrswende sozusagen begegnet, dass wir verstehen müssen, es gibt nicht sozusagen eine oder zwei Maßnahmen, die alles entscheiden werden, sondern es ist ein Bündel und dieses Bündel muss sozusagen ineinandergreifen. Sonst gelingt es halt nicht. Und trotzdem, glaube ich, kann man ganz klar sagen, die Projekte für die nächsten Jahre sind definitiv auf der einen Seite sozusagen diesen Weg in den Städten weg von dem Auto, weg von der sozusagen monomodalen Nutzung des Autos und dem privaten Pkw-Besitz. Das ist, glaube ich, auch in der Automobilindustrie inzwischen klar. Mehr Autos in den Städten wird nicht gehen. Das heißt, da ist ein Hebel, die Mobilitätswende nach vorne zu bringen. Und das Zweite ist definitiv auf der anderen Seite jetzt die Elektrifizierung und der Elektrifizierung des Straßenverkehrs im Personen- wie im Güterverkehr einen Schub zu verleihen. Und alles, was jetzt sozusagen in Richtung nochmal Rollback geht und da nicht weiter ansetzt, glaube ich, ist kurzfristig klimaschädlich, mittelfristig auch für die Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Situation in Deutschland negativ. Und dass wir an beiden Stellen oder für diese beiden großen Baustellen viele, sagen wir mal, Werkzeuge brauchen als einzelne Instrumente, das ist eben so, da gibt es nicht sozusagen den Weg zu sagen, nur weil ich einen Hammer habe, haue ich auf alles, als wäre es ein Nagel. Ne? Also da brauche ich für jede sozusagen Stellschraube brauche ich schon ein anderes Werkzeug in der Verkehrswende. Ich kann Sie nicht hören. Annalena Grunenberg, eben ist es, hast du über den Green Deal gesprochen. Im Green Deal ist ja bisher auch nur Words on Paper. Also das ist ja, also vor allem eine Kommunikation der Europäischen Kommission ans Parlament und an uns. Da stehen aber auch ein paar Sachen zur Verkehrswende drin, zu nachhaltiger Mobilität. Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen, welche dieser angesprochenen Vorhaben im Green Deal du vielleicht oder die Grünen im Europäischen Parlament als wichtig, am wichtigsten empfinden, um jetzt Klimaschutz schnell voranzubringen und wie diese Vorhaben gerade eigentlich umgesetzt werden können oder wie ihr da gerade dran arbeitet im Parlament und in der Kommission? Ja, also natürlich ist das Thema, mit welcher Energie bewegen wir uns, ist sozusagen eins der größten Themen, die wir angehen können und die logischerweise auch jetzt umgestaltet werden müssen. In der Climate Law, also in dem Klimaschutzgesetz, das dann nachher auch eine legale Bindung haben wird, das jetzt in der Arbeit ist, da zeigt sich jetzt, ob die Worte, die im Green Deal sind, eben nur nett gemeint sind oder ob man wirklich sich traut, Tacheles zu machen. Und ich will das ja aber auch nicht so schwarz-weiß machen, ob es immer so wäre, die Politiker müssen sich einfach immer nur trauen und dann fluppt es schon, sondern es sind tatsächlich auch Mechanismen, die unsere Gesellschaft sozusagen zu dem Wohlstand, den wir heute haben, bringen. Das sind nämlich diese ganzen Menschen, die in diesen Zweigen arbeiten, die denken, das wird sich jetzt verändern müssen und die denken, okay, insgesamt bin ich ja auch für Veränderung, aber nicht unbedingt bei mir, ja. Also es ist ja nicht so, dass nur die Politik sagen muss, das machen wir und dann fluppt es schon, sondern das sind auch schwerwiegende Prozesse, die wir aber angehen müssen. Wir haben
keine Zeit. Also es ist natürlich die CO2-Bepreisung, die eine enorme Wirkung haben wird, welche Technologie überhaupt nach vorne geht, und auch die ganzen Forschungsgelder richten sich dann an. Das ist die Wasserstoffstrategie. Gibt es dann eine vernünftige, ja oder nein? Das wird natürlich logischerweise ganz viel mit sich bringen. Da sind aber auch ganz klare Begrenzungen, die wir angehen im maritimen Verkehr. Da ist es etwas, was wir natürlich als Verkehrswende, als einzelner Nutzer nicht so wirklich im Blick haben. Aber wir haben enorme, durch die Art und Weise, wie wir leben, enorme Menge an Waren, die über den Globus geschippert, gefahren und geschient werden, würde ich mal sagen. Und das ist natürlich auch etwas, was sich dann sehr verändern wird, wenn wir tatsächlich da immer das, was sozusagen externalisiert wird, mal wieder reinnehmen in die Preise. Und das ist natürlich eines, wir würde sagen, die drei größten Sachen, die wir jetzt sehen im Green Deal, die kommen werden. Und dann gibt es darunter nochmal konkrete, dass wir sagen, wir wollen einen European Single Sky, also eine Einheitlichung der Verkehre im Luftbereich. Wir wollen zum Beispiel Nachtzüge fördern. Wir wollen keine Mehrwertsteuer mehr für internationale Bahnlinien. Also da können wir auch ansetzen, bessere Netzwirkungen unserer Schiene. Und auch, um nochmal auf die urbane Ebene zu kommen, eine Stärkung dieser nachhaltigen Mobilitätspläne für die Städte, die nicht nur eigentlich auch ein Plan sein müssen, aber wo dahinter auch tatsächlich Investment dann steht oder eben sogar Empfehlungen für Reinvestition oder eben Generierung von Geld vor Ort. Das kann man auch von der Europäischen Union machen. Aber ob das alles jetzt kommt oder nicht, da sind wir eigentlich genauso gespannt. Und wir sind nicht nur gespannt, sondern wir schieben auch raten auch, schreiben Papiere, sind da sehr aktiv, und wir haben den Eindruck, dass tatsächlich doch diese ganz, ganz vielen Menschen in der Zivilgesellschaft, die sich seit Jahrzehnten damit beschäftigen, dass jetzt auch eine Öffnung da ist, weil viele Menschen einfach sehr verunsichert sind und sagen, eigentlich kommen wir aber an die Ziele, die wir uns selber aufschreiben, nicht hin, wenn wir nicht mal anders denken. Und jetzt ist sozusagen auch ein bisschen diese Öffnung da, alle Menschen, die schon lange anders gedacht haben. Also ich hoffe, dass das Murmeltier jetzt nicht noch eine ewige Geschichte von Christian Hochfeld bleibt, sondern dass das Murmeltier jetzt bald befreit wird und einiges in Gange kommt. Ich denke, der Druck ist schon da. Du hast gerade das Wort Wasserstoff gesagt. Das wird auch meine letzte Frage ans Panel sein, damit wir die Zuschauerinnen und Zuschauer noch reinholen können, die Fragen. Frage an Sie und euch beide. Wasserstoff ist gerade in aller Munde. Also man hat ihn jetzt nicht direkt im Mund, aber es soll ja auch eine große Rolle spielen in bestimmten Teilen der Verkehrswende. Alle sind scharf auf Wasserstoff. Vielleicht können Sie erläutern aus Ihrer Perspektive, welche Rolle kann Wasserstoff sinnvoll spielen bei der Dekarbonisierung des Verkehrssektors? Wo ist das sinnvoll? Wie kann das sinnvoll werden? Was sind die Kriterien dafür, damit das wirklich letztendlich auch ökologisch und dem Klima zuträglich ist, die Verwendung von Wasserstoff in Fahrzeugen? Vielleicht möchte Herr Hochfeld anfangen und dann Anna, und dann würde ich... Gerne. Also, wenn wir über Wasserstoff reden, dann reden wir, es gibt ja inzwischen so eine große Farbenlehre eigentlich des Wasserstoffs. Es gibt blauen Wasserstoff, grauen Wasserstoff, grünen Wasserstoff. Das Wichtige, glaube ich, ist, dass wir über Wasserstoff sprechen, der aus erneuerbaren Quellen kommt. Das heißt, über grünen Wasserstoff im Wesentlichen als als Hauptquelle für Wasserstoff in Zukunft. Und dabei müssen wir berücksichtigen, dass sozusagen gerade in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, zwei Dinge entscheidend sind. Erstens, die Frage, wie grün er ist, hängt davon ab, wie schnell wir in der Lage sind, die erneuerbaren Energien auszubauen. In Deutschland, in Europa, aber auch weltweit, weil wir das ja auch durchaus sehen, dass wir in Deutschland nicht in der Lage sein werden, genügend Wasserstoff grün herzustellen, um den Verkehrssektor oder auch nur andere Sektoren beliefern und unterstützen zu können. Das Zweite ist, das habe ich jetzt schon angedeutet, es besteht halt eine enorme Nachfrage in verschiedenen Sektoren nach erneuerbarem oder erneuerbar hergestellten grünen Wasserstoff. Das heißt, es wird auch eine Knappheit in den kommenden Jahren noch geben, und das bei sehr hohen Preisen in der ersten Zeit. Das heißt, es ist ein teures und knappes Gut, und deshalb sollten wir uns im Wesentlichen in dieser Übergangszeit, in den nächsten 10 bis 15 Jahren, sehr darauf konzentrieren, das dort einzusetzen,
wo es am dringendsten gebraucht wird, das heißt, wo am wenigsten Alternativen bestehen. Im Verkehrssektor wird es der Luftverkehr sein und der Seeschifffahrtsverkehr, gegebenenfalls Teile des Schwerlaststraßenverkehrs oder auch des Schwerlastschienenverkehrs. Aber im Pkw-Sektor, glaube ich, gibt es zwei Dinge, die dagegen sprechen. Das eine ist, es gibt effizientere Einsatzmöglichkeiten oder effizientere Technologien, die die erneuerbaren Energien effizienter nutzen, nämlich batterieelektrischen Antrieb. Und da sehen wir auch, dass sich das sozusagen bei den Herstellern im Moment auch sozusagen herauskristallisiert und die Strategien sich dort fokussieren. Nicht zuletzt dadurch, dass Daimler angekündigt hat, als letzter deutscher Hersteller jetzt mittelfristig nicht auf Wasserstoff zu setzen, sondern sich auf batterieelektrische Antriebe zu konzentrieren im Pkw-Bereich. Das heißt, eine Fokussierung auf Sektoren, dort, wo wir im Prinzip Drop-in-Fuels brauchen oder wo Wasserstoff eingesetzt werden kann und wo keine Alternativen sind, das ist hauptsächlich im internationalen See- und Luftverkehr und gegebenenfalls im schweren Straßengüterverkehr. Herr Hofeld, vielleicht darf ich bei Anna nochmal die Frage ein bisschen spezifizieren, wie. Was ist sozusagen, wenn du nochmal umweist kannst, die Wasserstoffstrategie der Europäischen Kommission für Europa? Und auch da, wie gedenkt oder gibt es Überlegungen in der Politik dazu, in der europäischen Politik, das irgendwie zu lenken, wo der Wasserstoff denn jetzt verbraucht werden kann? Oder ist das eine Entscheidung des Marktes? Also wie soll das passieren, dass er sinnvoll und effizient eingesetzt wird und nur da, wo er wirklich gebraucht wird, wo er alternativlos ist im Verkehrsbereich jetzt? Ich glaube, die wichtigste Aufgabe jetzt ist tatsächlich, diese klare Botschaft zu senden, dass wir alles tun werden, logischerweise, um saubere Energie und saubere Kraftstoffe zu bekommen. Und dass wir da wirklich sehr viel Energie, aber dass wir nicht eine Hoffnungsschimmer für viele, die sich nicht wandeln, schon mal erstmal rausgeben. Ach, wenn es dann irgendwie einen anderen gibt, dann kann ich dann einfach nur ein bisschen was ändern und dann tanke ich eben das oder mache ich nur ein bisschen so, dann brauche ich gar nicht wirklich es strukturell zu ändern. Und das ist das, wo wir jetzt sozusagen zweigleisig fahren müssen. Wir müssen gleichzeitig alles tun, um wirklich die Forschungsgelder und die Power in dieser Wasserstoffstrategie reinzumachen für die Bereiche, die auch Christian Hofeld gesagt hat. Aber auf der anderen Seite müssen wir sagen, aber es gibt ganz, ganz viele Bereiche, da wird es gar nicht klappen, weil es einfach viel, viel zu teuer ist. Und wir haben auch viel bessere Alternativen, die unsere Städte entlasten, die Mobilität verbessern. Und da müssen wir jetzt wirklich da den Druck aufrechterhalten. Und mit dem die deutschen Hersteller und viele haben sich jetzt auch entschieden, auch der Elektromotor wird noch eine richtige Steil- und Lernkurve haben. Ich meine, wenn man guckt, wie lange man am Diesel da rumgemacht hat, bevor er so richtig effizient war, wie er ist, der E-Motor ist sozusagen noch wirklich ein Kind. Ja, also da muss auch noch ganz, ganz viel passieren. Aber was aber gut ist, ist, dass man jetzt auf Batterie elektrische Fahrzeuge setzt. Aber langfristig kann man sich auch mit der Brennstoffzelle dann auch nochmal eine Veränderung übernehmen. Und man hat aber die technologischen sozusagen Errungenschaften, die man schon durch den E-Motor und durch die Verfeinerung dieses System kann man dann direkt nutzen, weil es ja sozusagen auch vor Ort möglich. Aber sozusagen, sei es mit E-Fuels, Refuels oder mit Wasserstoff, eine Aussicht zu machen, dass der Pkw-Verkehr da einfach so umschwingen kann, das wäre ein fataler Fehler und wir müssen da den Druck aufrechterhalten, vor allem Alternativen, finde ich, vernetzt und im ländlichen Raum. Weil wir sehen wirklich, dass die meisten Menschen immer wieder sagen, ich brauche aber ein Auto, weil ja, also ich komme jetzt da aus Stuttgart, ich kann hier wunderbar zirkulieren in der Innenstadt, aber sobald ich meine Eltern in der Region besuchen will, dann klappt es nicht und dann habe ich ja eh das Auto schon. Und da müssen wir wirklich, und das ist nicht so komplex, wie wir uns manchmal vielleicht selber einreden. Letztendlich braucht es gute Hubs und wo man vielleicht dahin fährt. Es braucht auch solche Kleinbusse, die mit Apps Menschen abholen und zum nächsten Bahnhof fahren und sehr pragmatisch, sehr schnell kann ich dann eben eingeben, von da nach da möchte ich hin, wann ist der nächste, der vorbeikommt. Also wir müssen sehr pragmatisch denken, um die Masse der Menschen einfach abzuholen, mehr in die strukturelle Veränderung als nur in die energetische Veränderung. Vielen Dank. Jetzt frage ich den Kollegen Stefan Stoll. 65, 66 Fragen. Du hast bestimmt ein paar gute Fragen rausgefischt und konntest wahrscheinlich auch ein paar clustern. Ich habe ein paar Fragen. Ich würde eine ganz konkrete zuerst gleich an Herrn Hochfeld stellen. Hier gibt es die Frage, können Sie die Kosten für Radoffensive, ÖPNV-Offensive und Digitaloffensive beziffern und wie wird das finanziert? Vielleicht gleich Herrn Hochfeld.
Also ich glaube, es gibt praktisch dort in meiner Perspektive oder aus meiner Perspektive einen Unterschied. Was sind jetzt kurzfristige Investitionsbedarfe, die wir gegebenenfalls über das Konjunkturprogramm auch fahren können und auch abwickeln können, weil es auch gleichzeitig Konjunkturimpulse setzt. Und dann gibt es aber eben, das hatte ich versucht anzudeuten, auch Bedarfe, gerade im Verkehrssektor, die sind Investitionsbedarfe, Finanzierungsbedarfe, die sind sehr, sehr langfristig und brauchen wirklich langen Atem, weil es um einen grundlegenden Strukturwandel geht. Und ich glaube, dass wir haben ja schon sehr, sehr viel Mittel investiert und die müssen wir auch immer wieder uns vor Augen führen. Das heißt, dass die sogenannten GVFG-Mittel, also die Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzmittel, für den schienengebundenen, hauptsächlich schienengebundenen Nahverkehr aufgestockt werden auf das Sechsfache dessen, was sie es heute sind. Also das werden bis 2025, wenn ich es recht im Kopf habe, 900 Millionen Euro pro Jahr sein. Das heißt, das ist etwas, wo wir im Moment sehen, das ist wahrscheinlich reicht es nicht aus, das wird man langfristig fortschreiben müssen, aber das muss auch erstmal verbaut werden. Das heißt, da jetzt Mittel sozusagen schnell draufzulegen, erfordert im Wesentlichen, dass wir mehr Planungskapazitäten haben, das hatte ich schon mal angesprochen, ohne das werden wir gar nicht mehr Mittel verwenden können. Darüber hinaus brauchen wir natürlich sozusagen noch eine große, also auch viel Geld für den Ausbau der Schiene. Da sind im Moment 80 Milliarden in der Diskussion. Das ist aber hauptsächlich zum Erhalt und zum Betrieb des bestehenden Systems. Da ist der Ausbau eigentlich nur in Teilen dabei. Das heißt, da müssen wir mehr Mittel investieren. Und was die Digitalisierung angeht, sind das auch sehr, sehr profunde Summen, was sozusagen die Digitalisierung der Schiene angeht. Reden wir über einen zweistelligen Milliardenbetrag. Und wenn, was die Digitalisierung im ÖV angeht, glaube ich, ist es noch sehr schwer abzuschätzen. Da gibt es eigentlich noch keine profunden, richtig guten Abschätzungen. Was es aber heißt, ist, wir können das nicht alles finanzieren aus öffentlichen Haushalten. Das heißt, wir brauchen Finanzierungsquellen, stabile Finanzierungsquellen für den ÖV. Das heißt, wenn wir über die Angebotsqualität und die Verbesserung der Qualität des ÖVs nachdenken und die Ausweitung des ÖV-Angebots, müssen wir auch über neue Finanzierungsformen des öffentlichen Verkehrs reden. Und dann reden wir, habe ich schon gesagt, über eine Maut, über ein Mautsystem. Das kann auf der Stadtebene abgewickelt sein. Wir würden dafür plädieren, auch wenn das durch die Ausländermaut sehr in Verruf geraten ist. Wir brauchen mittelfristig eine Pkw-Maut, eine nutzerabhängige Pkw-Maut auf allen Straßen, die dann auch zur Finanzierung der Infrastruktur eingesetzt werden kann, weil durch die Elektrifizierung im Verkehr auch die Mineralölsteuer, woraus die Infrastrukturen finanziert werden, ja wegbrechen wird oder zumindest reduziert sein wird. Und wir brauchen mehr und mehr auch sozusagen im Pkw-Verkehr Finanzierungsmodelle, die selbsttragend sind und ohne große Investitionen im Haushalt auskommen. Sonst werden wir diese Investitionssummen auch nicht schultern können. Aber am Ende nochmal, es ist alles billiger, als es nicht zu tun. Das, glaube ich, ist immer noch wichtig. Das vergessen wir immer wieder, wenn wir über Investitionen und Kosten reden. Wir wissen seit 2005, eigentlich seit diesem Stern Report, dem berühmten, nicht handeln und späteres Handeln ist immer teurer als schnelles Handeln. Und das gilt insbesondere jetzt auch im Verkehrssektor. Danke. Ich würde gerne auch noch mal ein paar Ideen hinzufügen, weil ich wirklich eine der wichtigsten Frage natürlich ist, wie finanzieren wir das Ganze? Ich würde mal aus meiner Zeit als Stadträtin ein Beispiel nennen. Wir haben lange dafür gekämpft, dass wir eine ÖPNV-Reform in Stuttgart bekommen. Und wir haben tatsächlich einfach erstmal aus steuerbasiert erstmal eine Vereinfachung dieser ganzen Zonen gemacht und tatsächlich auch eine Verbilligung des Tickets von 30-40%. Und wir hatten ohnehin schon seit Jahren eine wirklich stetige Steigerung des öffentlichen Nahverkehrs, wie eigentlich in den meisten deutschen Städten. Und das ist nochmal wirklich in die Luft geschellt, sodass wir logischerweise dann auch Kapazitätsprobleme dann bekommen.
bekommen haben. Ne? Also der Erfolg ist dann natürlich auch im ÖPNV dann immer mal schwierig abzuwickeln. Und wir sind auch rausgekommen. Und dafür haben wir aber leider dann keine direkte Mehrheit bekommen. Das hing vor allem im Land, dass der Koalitionspartner da nicht für die Gesetzes sozusagen Öffnung, dass die Städte, wenn sie denn nun möchten, etwas wie eine Nahverkehrsabgabe eben machen können, obwohl wir eine Mehrheit in der Stadt gehabt hätten. Also das war ja sehr vertrackt. Aber wir haben da ein Konzept entwickelt und es einfach mal in die Stadtbevölkerung reingebracht und wir haben sehr, sehr viel positive Rückmeldung bekommen. Wir haben das Mobilitätspass genannt und die Idee war letztendlich sehr einfach, dass jeder Mensch, der ins Stadtgebiet Stuttgart reinfährt, motorisiert, eigentlich egal wie, aber natürlich ist es hauptsächlich für die Leute, die ÖPNV und die Auto fahren, dass sie eben eine Jahreskarte kaufen müssen. Und dann hat man halt diese Jahreskarte oder eine Tageskarte, wenn man nur einmal nach Stuttgart, aber für die Pendler. Und dann die Idee ist, jeder, der fahren will in diesem Gebiet, muss diesen Mobilitätspass kaufen. Und ich habe dann logischerweise, wenn ich eine Jahreskarte dann nehme, immer die Wahl, nehme ich nun mein Auto an Tag A, B oder steige ich dann doch in ÖPNV, weil ich habe ja die Karte. Und wir hatten das auch rechnen lassen. Das wäre für Stuttgart eine enorme Quelle an Einnahmen, wo wir auch die Kapazität, die wir dann hätten ausbauen können, reingenommen hätten und wo wir in recht schneller Zeit 20-30% Verringerung des Verkehrs und noch höher an Verringerung des CO2 in der Stadt gehabt hätten, plus die ganzen positiven Auswirkungen, die wir jetzt sehen, mehr Platz, öffentlicher Raum, bessere Luft und so weiter. Und das sind einfach solche Konzepte. Das ist immer wieder auch schwierig. Ist es besser, wenn die Städte jeder sein eigenes Süppchen kocht? Ist das nicht zu kompliziert? Auf der anderen Seite ist es auch gut, wenn manche voranpreschen und sozusagen Mehrheiten schaffen für Pilotprojekte. Da können sich die anderen orientieren. Aber ich glaube auch, dass insgesamt die Mobilität, die Nutzung des öffentlichen Raums und letztendlich die Nutzung von Luft und auch Lärm, sozusagen Emissionen, muss insgesamt betrachtet werden. Und es können nicht die einen zahlen und die anderen nicht, sondern es muss dafür ein Beitrag geleistet werden. Und der muss immer nach dem Malus-Bonus-Prinzip dann investiert werden in die richtigen Bikelines, damit jede Großmutter sich mit zwei kleinen Kindern auch unterwegs bewegen kann in einer Stadt, ohne Angst zu haben, damit man eben leicht wechseln kann zwischen E-Bike-Station und ÖPNV und hin und wieder ein Auto nehmen kann, also geshared am besten, wenn man es dann doch braucht. Also solche Konzepte sind wichtig, dass wir alle sozusagen da zur Kasse bitten. Danke, Stefan. Hast du noch Fragen gesammelt aus dem Publikum? Dann würde ich das nämlich schon sozusagen als Schlussfrage an unsere beiden Gäste gerne geben. Vielleicht hast du noch eine Frage an Anna und noch eine an den Rupert. Wahnsinnig viele Fragen. Ganz konkret eine an Anna, die ich mir vorhin markiert hatte. Ich glaube, es geht jetzt wieder ein bisschen zurück und wird auch sehr, sehr konkret. Es ist eine Frage, also hat während deines Vortrags ein Nutzer, ein Zuschauer geschrieben, weil wir gerade die europäische Brille aufhaben, was macht eigentlich die Umsetzung des Clean Vehicle, der Clean Vehicle Directive, CVD, im Bundesrecht, damit die Aufgabenträger und die Verkehrsunternehmen endlich wissen, worauf sie sich einstellen müssen? Anna, möchtest du da was zu sagen und dann auch noch das abbinden? Weil dann das ist deine Schlussantwort. Was sie jetzt im Bundestag macht, weiß ich leider gerade nicht. Ich weiß, dass sozusagen der europäische Prozess abgeschlossen ist und der Bundestag jetzt agieren muss. Aber mehr, also ich müsste kurz recherchieren, um wirklich dann den letzten Stand haben. Ich weiß, dass viel gebremst wird auf der Bundesebene, um das reinzumachen. Und wir ein bisschen in diesem Widerspruch bekommen, dass diejenigen, die sagen, wir hätten gerne Planungssicherheit, auch uns verhindern, sozusagen Planungssicherheit zu schaffen und die Zahlen wirklich auf dem Tisch zu haben. Also da ist sozusagen ein Mechanismus imstande, der sehr, sehr schwierig ist, weil genau die, hauptsächlich logischerweise die Automobilindustrie sagt, es ist viel besser, ihr seid streng und ihr macht langfristige, gut planbare Prozesse und gleichzeitig aber wird sehr, sehr viel lobbyiert, um doch weniger zu erreichen. Aber den genauen Stand jetzt kann ich leider nicht sagen. Okay. Haben wir noch eine Frage für Herrn Hochfeld, Stefan? Ja, also es gibt halt eine große Diskussion über Wasserstoff und da geht es auch also viel um die Details, inwieweit das für die Zukunft dann irgendwie in 15 Jahren sich alle Leute dann wieder Wasserstoffautos kaufen müssten. Und also das wurde wirklich, eigentlich ist das Thema, das am meisten diskutiert wurde, Elektromobilität gegen Wasserstoff.
Mobilität im, also auch im öffentlichen Personenverkehr? Oder sollte man vielleicht dann doch einfach die alten Autos zu Ende nutzen? Also vielleicht nochmal so eine grundlegende Einschätzung zum Wasserstoff-Elektromobilitätsthema. Also ich gerne. Achso, ja. Bitte. Also das eine tun und das andere nicht lassen, würde ich an dieser Stelle sagen, auch wenn man das ungerne hört, aber das ist so. Also wir brauchen einen Technologiewandel, wir brauchen ihn, weil die Menschen nicht so schnell verzichten werden auf diese Art der individuellen Mobilität, das ist Fakt. Egal wie stark die Wissenschaft uns warnt von den Folgen, auch von den Kosten, da braucht es einfach einen Wandel in der Technologie und es braucht aber eben dieses berühmte Push und Pull. Es muss einfach schwierig sein, mit dem einzelnen Auto in der Stadt sich zu bewegen und es muss einfach sein, andere Verkehrsmittel zu nehmen. Und dennoch werden gewisse Branchen und Menschen einfach auf diese individuelle Mobilität angewiesen bleiben. Für Pflegende brauche ich hier nichts erzählen, aber für Handwerker, und da braucht es einen Technologiewandel, aber es kann wirklich nicht das Einzige sein. Das muss sozusagen eigentlich für diejenigen, die nicht anders zurechtkommen, reserviert werden und dafür brauchen wir trotzdem einen krassen Wandel in der Technologie. Und nochmal zu diesem Cycle, der immer wieder, also zu diesem Zyklus, der immer wieder betrachtet ist, dass man denkt, die alten Autos muss man doch weiterfahren, so ein bisschen auch die gleiche Idee mit diesem, mit der grauen Energie im Gebäude, kann man doch nicht immer einfach platt machen. Also die neuesten Zahlen, die ich habe, ist, dass nach 2,5 Jahren sozusagen, wenn man den nächsten Technologiesprung hat, hat sich sozusagen die Herstellung, die kompletten CO2 und Ressourcen des alten Autos schon wieder überholt. Also das heißt, die Idee, ich fahre meinen uralten VW-Bus, obwohl ich solche Autos auch aus Nostalgie liebe, noch ewig, weil ich will ihn ja nicht verschrotten, das wäre eine Energieverschwendung. Also da hängen wir einfach manchmal ein bisschen drin. Das stimmt eben nicht. Die Zahlen sind zwischen 2, 2,5 Jahre. Wenn ich in die neue Technologie umgestiegen bin, habe ich das wieder wettgemacht. Herr Hochfeld, mit der Bitte, sich kurz zu fassen, weil wir haben jetzt noch 4 Minuten. Dann ganz kurz die Diskussion um einzelne Technologien und welche jetzt die bessere ist, hat uns lange Zeit zurückgeworfen, weil der Streit immer darum ging, das Bessere ist das sozusagen der Feind des Guten. Und eigentlich kennen wir die Diskussion seit inzwischen knapp 20 Jahren, dass immer, wenn es konkret wurde, zu sagen, okay, dann lass uns jetzt sozusagen dort ambitioniertere Ziele festsetzen, weil die Technologie reicht ja aus, um diese Ziele auch zu erreichen, kam gerade aus dem Automobilsektor, da gibt es eigentlich noch was Besseres, deswegen lass uns da nochmal warten. So, und jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo wir erstmalig eigentlich in der Diskussion einen Konsens haben, dass in den nächsten 10 Jahren praktisch die Elektromobilität im Pkw-Sektor, das ist, was sozusagen die höchsten Emissionsminderungen bringen kann bei dem Ausbau erneuerbarer Energien im Stromsektor. Das ist immer sozusagen gekoppelt zu sehen. Und aber den geringsten Kosten. Das heißt, warum ist im Moment Wasserstoff bei den Herstellern nicht oben auf der Agenda? Weil die Kosten sehr, sehr hoch sind. Man gibt auch so ein bisschen so das Sprichwort, Wasserstoff war, ist und bleibt die Technologie der Zukunft, weil man eigentlich schon früher gedacht hat, dass man diese Kostenreduktionen erzeugen kann. Die gibt es nicht. Das heißt, nochmal die Frage, kaufen wir jetzt in 10 Jahren alle ein Wasserstoffauto? Ich glaube, warum wir jetzt über 10 oder 15 Jahre das jetzt sagen, ist, dass das sind die Zeiträume, die wir absehen können. Es kann und ist sogar wahrscheinlich her sogar, dass auch die Batterien natürlich und die Elektromobilität mit Batterien noch einen enormen Schub macht. Das heißt, im Moment ist es so ein bisschen so vergleichbar. Elektromobilität ist ein recht schnell fahrender Zug und die sozusagen Brennstoffzelle fährt in Richtung Industrialisierung erst so gerade los. Und ob es irgendwann so sein wird, dass die Brennstoffzelle nochmal den Zug mit der Elektromobilität einholt oder sogar überholt. Ich glaube, das steht in den Sternen. Im Pkw-Sektor, glaube ich, ist das, wie gesagt, in den nächsten 10 Jahren nicht zu erwarten, dass wir die gleiche Effizienz, die gleiche Emissionsminderung zu den gleichen Preisen kriegen. Vielen Dank. Wir sind leider
am Ende angekommen von diesem ersten Webinar in unserer Reihe zur nachhaltigen Mobilität. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Anna Depener-Grüneberg, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier zu berichten aus Brüssel. Vielen Dank an Christian Hochfeld für ihre Inputs, für das Teilen ihres Wissens. Ich darf noch hinweisen auf die nächste Ausgabe dieser Webinarreihe am nächsten Mittwoch am 27. Mai, auch um 15 Uhr. Der Kalendereintrag ist sichtbar auf www.böll.de. Und nächstes Mal geht es, wie Sie jetzt sehen, um den öffentlichen Verkehr. Den hatten wir dieses Mal ja auch schon angesprochen. Da gucken wir genauer rein mit Anne Klein-Hittpass von der Agora Verkehrswende, also Kollegin von Herrn Hochfeld, und Philipp Kosok vom VCD. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten, auch wieder rege mitdiskutieren. Und weitere Fragen können wir vielleicht hoffentlich auf anderen Kanälen und Gelegenheiten beantworten. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Bleiben Sie gut zu Hause, kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen.